Zu Beginn dieser neuen Börsenwoche haben wir noch einen recht verhaltenen Auftakt gesehen, zumindest am Morgen. Aber dann im Laufe des Tages drehten die Kurse auch hier am deutschen Aktienmarkt nach oben ins Plus hinein. Es zeigten sich mehr und mehr grüne Vorzeichen. Es ist also eine gewisse Zuversicht zurückgekehrt an den deutschen Aktienmarkt. Angeführt wurde natürlich auch diese Aufwärtsbewegung innerhalb des Tages durch die Erholung der deutschen Bankaktie. Hier gibt es offensichtlich einige optimistische Anleger, die sich auf dem aktuellen Kursniveau hineintrauen und auf eine bald bevorstehende Einigung im Hypothekenstreit mit den US-amerikanischen Justizbehörden hoffen. Jetzt wollen wir aber einen Ausblick wagen auf Dienstag, den 11. Oktober 2016. Es geht um die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten und so viel steht dabei gar nicht im Kalender drin. Hauptsächlich sollten wir uns konzentrieren auf 11 Uhr am Vormittag. Da kommt nämlich der Index der Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung heraus. Zunächst für Deutschland und dann ebenfalls um 11 Uhr der ZEW-Konjunkturindex für den Euroraum. Und natürlich beginnt ein weiteres Ereignis, was uns jetzt mehrere Tage und Wochen beschäftigen wird, nämlich die Quartalsberichtssaison. Zunächst mit vielen großen, wichtigen Unternehmen aus den USA. Und traditionell wird der Zahlenreigen eröffnet von dem Aluminiumriesen Alcoa, der dann am Dienstag nach Börsenschluss in den USA sein Zahlenwerk präsentieren wird. Und da haben wir dann mal einen ersten Indikator, wie es dann möglicherweise weitergehen könnte mit den Bilanzen, die jetzt hier demnächst herausgegeben werden.